Hallo und herzlich willkommen zu Bibel TV, das Gespräch. Vom Kriminellen zum Evangelisten, vom Gangster zum Theologiestudenten, das ist eine ungewöhnliche Karriere. Unser heutiger Gast ist diesen Weg gegangen und ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Markus Schanz. Hallo. Hallo. Herr Schanz, Sie sind auf die schiefe Bahn geraten, waren im Gefängnis. Was war da los bei Ihnen? Ja, ich muss dazu sagen, also ich bin eigentlich im gut behüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind gläubig und habe dann auch so eine gute Erziehung genossen. Und mich hat es aber irgendwie schon in frühen Jahren irgendwie so zu den Kriminellen hingezogen. Auch gerade so Freunde bei mir im Stadtteil einfach, die einfach kriminell waren. Und habe mich an denen orientiert und habe so ja so den Weg, den eigentlich meine Eltern für mich hatten, so vorgezeichnet hatten, habe ich dann halt verlassen und bin dann meine eigenen Wege gegangen. Und wo ist dieser Weg dann geendet? Ja, also ich habe dann angefangen mit Drogen und habe dann viele Dinge halt gemacht, Leute abgezogen und ja, einfach Einbrüche begangen. Und ja, dann später ging es dann so weit, dass ich dann sogar ins Gefängnis kam. Wie haben Sie denn dann die Kurve wieder gekriegt? Ich meine, Sie sind heute Theologiestudent und bereiten sich auch auf einen geistlichen Dienst vor. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ja, das ist eine gute Geschichte, ey. Also was ich da erlebt habe. Ich habe in der Zeit, wo ich ganz weit weg war, wo ich viel missgebaut habe, habe ich einfach gespürt, wie Gott mir einfach Leute in den Weg gestellt hat oder geschickt hat, ja, die mir einfach von ihrem Erlebnis mit Gott erzählt haben. Und ja, das hat mich dann so bewegt, dass ich später, wo ich in Haft war, mich an diese Situation erinnert habe und ja, dann auch aus der Enge heraus, aus dieser Verzweiflung auch, habe ich dann eine Entscheidung getroffen und habe mein Leben Jesus gegeben und habe dann schon in der Haft gespürt, wie sich Dinge einfach verändert haben und wie ich trotz dieser Eingesperrtsein und trotz dieser ganzen schwierigen Umstände, trotzdem habe ich gespürt, dass irgendwie so eine Freiheit da war und eine Freude. Was waren das für Leute, die Gott Ihnen da in den Weg gestellt hat, wie Sie sagen? Ja, da war eine Frau, die kam mal in einem Bus auf mich zu. Also der Bus war voll mit Menschen und sie kam irgendwie direkt auf mich zu und hat mir ein Traktat überreicht. Und Traktat, ganz kurz zur Erklärung? Ja, also ein Flyer, kurz Flyer. Gesagt, ein Flyer, wo was über Jesus drin stand und hat mir den überreicht und hat... Dann später hatte ich halt die Möglichkeit, sie nochmal drauf anzusprechen, warum sie mir das gegeben hat. Und sie hat dann halt erzählt, dass sie gläubig ist und dass Gott ihr gezeigt hat, dass ich das bräuchte. Und ja, hat mich gesegnet und dann ist sie wieder ihrer Wege gezogen. Und ich habe dann drüber nachgedacht, warum gibt sie es ausgerechnet mir und warum hat sie ja, das nicht jemand anders gegeben. Und es hat mich schon bewegt. Und ein paar Wochen später hatte ich eine ähnliche Situation. Ich war in einem Klamottengeschäft und da hat mir wieder ein Mann ein Traktat oder einen Flyer gegeben und hat mir auch seine Geschichte erzählt, die mich total gepackt hat und habe gemerkt, dass das authentisch ist, was er erzählt. Und ja, der erzählt, dass sein Leben total verändert wurde und ja, auch diese Geschichte und auch sein Auftreten hat mich irgendwie total berührt. Und er hat mir noch ein Buch geschenkt, hat mir noch einen Bibelvers reingeschrieben und hat gesagt, dass er für mich beten wird. Und ja, diese Situation sind mir dann in Haft wieder hochgekommen und ich habe einfach dran gedacht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass Gott immer nur ein Gebet weit entfernt ist und dass er immer aufs Herz schaut, ob wir es ernsthaft meinen. Und wenn wir es ernsthaft meinen, dann wird es nicht ohne Konsequenzen und nicht ohne Auswirkung bleiben. Und ja. Aber das waren alles Situationen vor der Haft. Also da waren Sie quasi noch voll drin in dieser Spirale von Drogen und Gewalt und Kriminalität, ja, genau. Kann man sagen. Genau, das war genau in dieser Zeit. Und ja, dann ist auch dann später eine Sache eskaliert. Ich bin in eine Auseinandersetzung geraten, ja, die dann irgendwie ja, einfach in körperlicher Gewalt ausgeartet ist. Und deswegen bin ich dann auch in Haft gekommen. Und ja, dann war sozusagen der Punkt erreicht, der Tiefpunkt in meinem Leben. Und dann kam ich in Haft und musste mich halt an das ganz neue Klima gewöhnen. Und dann, wie gesagt, habe ich dort dann die Entscheidung getroffen. Und ab dieser Entscheidung, ab diesem Moment, hat sich dann vieles zum Positiven gewandelt. Also landläufig hat man ja immer so die Ansicht, ist vielleicht auch ein Vorurteil, Leute, die gerade jung ins Gefängnis gehen, kommen schlimmer wieder raus, als sie reingegangen sind, weil sie da auch mit ganz viel Kriminalität und ganz viel schlechten Dingen auch konfrontiert werden. Sie sagen jetzt ja, dass die Haft sie eigentlich, dass die ihnen gut getan hat und dass sie dadurch erst zu Jesus Christus gefunden haben. Wie war das da? Also statistisch gesehen stimmt das absolut, was Sie vor am Anfang gesagt haben, dass die meisten Leute wiederkommen oder dass es sie eher adelt in ihrem Umfeld, dass sie da eher noch mehr nachlegen sozusagen. Bei mir war es halt wirklich, wie gesagt, dass ich erkannt habe, dass ich einfach verloren bin in diesem Moment und habe so auf mein Leben zurückgeblickt und was ich auch so die Jahre da gemacht habe und habe irgendwie gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich will oder habe irgendwie eine innerliche Unzufriedenheit darüber verspürt, was ich bis jetzt gemacht habe und auch was ich Leuten angetan habe und ja, und habe dann einfach kapituliert und
habe sozusagen Jesus in mein Leben aufgenommen und ab diesem Zeitpunkt habe ich halt gespürt, da ist was dran und da lohnt es sich dran zu bleiben. Und dann haben sich die Gefängnistore hinter Ihnen geschlossen, Sie sind dann also wieder rausgekommen. Mhm. Wie haben Sie das dann geschafft, da wieder Fuß zu fassen, oder beziehungsweise eigentlich dann ja nach der Haft ein neues Leben zu beginnen? Genau, ich kam raus und war natürlich dann, ging wieder zurück zu meinem alten Freundeskreis und wurde dort auch herzlich aufgenommen, war sofort wieder im Partyleben dabei und habe auch angefangen wieder mit leichten Drogen. Und irgendwie in diesem Alltagstrott oder in diesem oberflächlichen Leben habe ich irgendwie wieder gespürt, so dass ich irgendwie, dass es mich nicht erfüllt, dass ich irgendwie depressiv wurde, und habe dann irgendwie gemerkt, dass es irgendwie dran ist, einen neuen Schritt zu gehen, einen Schritt radikaler zu werden, und habe dann angefangen, einfach den alten Ballast, der mich noch umgeben hat, so geklaute Sachen oder einfach, ja, auch Eigenschaften wie Rauchen, Alkohol, Drogen und sowas, das alles abzulegen, und habe ein Gebet gesprochen, habe gemerkt, irgendwie so, Gott, ich erkenne, dass es nicht richtig ist und ich will jetzt auch einen Schritt weitergehen. Jetzt will ich es loslassen und so, und habe dann gespürt, wie Gott dann gesagt hat, ey, wenn du bereit bist, das loszugeben oder loszulassen, dann will ich dir viel mehr geben. Und das hat er auch getan. Ich konnte Schulabschlüsse nachholen, habe sogar ein Stipendium bekommen und konnte mich sozusagen da wieder rehabilitieren und habe dann auch einen guten Job gefunden und so. Und das haben natürlich auch meine Eltern und mein Umfeld dann auch wahrgenommen und haben dann gemerkt, irgendwie das, was er erzählt von seinem Glauben, das anscheinend fruchtet das wirklich und hat Hand und Fuß, was er sagt. Ja, nochmal zurück zu dem, was Sie sagten. Sie mussten dann aber auch wirklich einen harten Schnitt machen. Wie ist das? Ich meine, wenn man im Freundeskreis ist, man hat ja doch Kontakt, man trifft sich irgendwie, man verbringt Freizeit miteinander, man verbringt so auch viel Zeit miteinander. Und Sie haben aber gesagt, Sie haben sich von allem getrennt. Wie sah es konkret aus? Ja, es hat ganz praktisch damit angefangen, dass ich einfach eine neue Handynummer mir zugelegt habe und mich im Bus irgendwie, wo wir früher hinten gesessen haben, habe ich mich jetzt nach vorne hingesetzt. Das war halt natürlich so, dass ich immer noch im selben Stadtteil gewohnt habe. Also ich war ja noch umgeben von dem alten Umfeld, aber musste halt so anfangen, meinen eigenen Weg oder den Weg mit Gott zu gehen, und habe dann einfach gespürt, so dass es hart ist und dass die Leute mir auch irgendwie das nicht gegönnt haben. Sie haben immer versucht, mich halt irgendwie auch zurückzuziehen oder so. Ich habe an diesem Zeitpunkt noch die meisten Einladungen überhaupt bekommen in meinem Leben, also irgendwie mitzukommen auf Partys oder sowas. Und nee, habe ich aber dann bewusst dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder einknicke und das jetzt wieder loslasse oder wieder in das alte Muster zurückfalle, dann wird das mein Untergang sein, weil ich da noch nicht so gefestigt war. Und das ist doch auch ein ungeheures Maß an Disziplin, was man dann aufbringen muss. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Disziplin nicht so per Du bin. Ich habe wirklich der Gottes Gnade erfahren, also dass Gott mir da einfach die Kraft gegeben hat. Und die ersten Schritte, diese Babyschritte sozusagen, die ich getan habe, hat Gott einfach gesegnet. Er hat gemerkt, dass ich es ernst meine und dass ich bereit bin, das Alte loszulassen. Ich mache das immer so bildlich fest, dass ich sage, ich hatte die Hände fest mit Sachen und habe einfach angefangen, diese Dinge loszulassen. Und plötzlich hatte Gott halt die Möglichkeit, mir auch Dinge zu geben, die er mir geben will. Und das hat er in wunderbaren Art und Weise getan. Also mein ganzes Umfeld, meine Familie hat dann auch gemerkt, hey, da geht's vorwärts. Und die ganzen Jahre, wo ich so viel Leid gebracht habe, auch über die Familie, die waren sozusagen in diesem Moment auch wieder vergessen. Und ja, es ging vorwärts. Und dann kamen die Schulabschlüsse, dann kam ein geregeltes Leben auch rein. Haben Sie dann irgendwann den Kontakt zu den alten Freunden auch wieder aufgenommen, oder war das dann komplett passé? Natürlich habe ich sie ab und zu noch mal gesehen. So. Und jetzt, wo ich sozusagen dann auf meinem Weg fest war und um über die Jahre halt auch zu erkennen war, dass ich jetzt auf diesem Weg treu bleibe, haben sie natürlich auch gemerkt, hey, da ist was dran. Und ja, mit der Distanz hatten auch einen Respekt bei ihnen eingesetzt, dass sie gemerkt haben, ey, der hat es wirklich geschafft, der geht seinen Weg. Und Leute, die dann total abgedriftet sind, haben auch nach Ratschlägen gefragt oder so. Und ich konnte auch da reinsprechen und so. Und ja, ich nutze auch diese Gelegenheit, einfach auch Leute zu ermutigen und einfach von dem zu berichten, was ich erlebt habe. Ja, da sind wir ja beim nächsten Punkt auch. Sie sind dann ja nicht da stehen geblieben und sind dann einfach weitergegangen, sondern Sie sind zurückgegangen. Sie sind nämlich zurückgegangen ins Gefängnis und haben ganz bewusst auch junge Straftäter besucht, machen das heute noch, betreuen die dort im Gefängnis. Wie ist das zustande gekommen? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war ja in Haft und es gab einen katholischen Geistlichen innerhalb dieser Anstalt. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, in dieser Zeit, wo er mich geholt hat, dass ich irgendwie so in Freiheit bin. Also er hat eine Räumlichkeit im Keller und jedes Mal, wo er mich da zum Gespräch geholt hat, habe ich irgendwie gespürt, dass diese Zeit einfach mich sozusagen hat vergessen hat lassen, wo ich überhaupt bin. Und ja, der hat eine ganz besondere Persönlichkeit gehabt, hat sich immer eingesetzt für viele Leute und war halt bereit zu geben, auch ohne was zurückzubekommen. Und es hat mich irgendwie stark beeindruckt. Und in dieser, ja, aus dieser, aus dieser, aus diesem
aus diesem Kontakt ist halt eine Freundschaft entstanden, auch über die Haftzeit hinaus. Und wir haben uns dann 1 bis 2 Mal im Jahr getroffen und haben uns dann ausgetauscht, auch wie es im Gefängnis so weiterläuft und was da so gerade ansteht. Und irgendwie kam dann an einem Geburtstag mal der verrückte Gedanke, so habe ich gesagt. An Ihrem Geburtstag? Genau. Okay. Dann habe ich zu ihm gesagt, also Josef Rüssmann heißt der Mann, habe ich gesagt, Josef, es ist total verrückt der Wunsch, aber ich würde so gern mal als freier Mensch nochmal in diese Anstalt reingehen und dieselben Wege langlaufen, nochmal so mit diesem neuen Blick, so als freier Mensch. Und dann hat er gesagt, dass es eigentlich unrealistisch ist, da eine Möglichkeit zu bekommen und aus Sicherheitsgründen. Und er hat es dann trotzdem gemacht, gefragt und hat einen Anstaltsleiter überredet und dazu, ja, der sich auch dann dazu bereit erklärt hat, mich kennenzulernen und auch da reinzulassen. Und über diesen Kontakt ist dann sozusagen eine Genehmigung entstanden, wo ich sozusagen auch als ehemaliger Gefangener dann auch reingehen darf und jetzt Leute betreuen darf. Und wie können Sie denn den Menschen da konkret helfen? Wie sieht das aus? Ja, also ich gehe da rein und führe einfach mal Gespräche. Also ich setze mich erstmal mit den Leuten hin. Manchmal werden mir auch Leute zugeteilt und ich mache mich einfach auf, die Leute wirklich kennenzulernen und höre mir ihre Lebensläufe an, ihre Geschichten. Und oft merke ich dann immer diese Brüche und die vielen Dinge, die sie auch zu dem werden haben lassen, was sie jetzt sind. Ne? Also ohne jetzt irgendwie um was klein zu reden oder um die Tat, hinter jeder Tat steht ja auch ein Opfer. Ich will es nicht irgendwie verunglimpfen, aber da sind oft wieder, wirklich, wenn man die Biografien anhört, da sind so viele Schicksale, stecken auch dahinter. Und ja, ich versuche ihnen einfach erstmal zuzuhören und über die Gespräche entwickelt sich auch eine Beziehung und auch eine Basis, wo ich dann auch mal was transportieren kann und auch mal mein Zeugnis platzieren kann und ihnen einfach sagen kann, hey, es gibt keine hoffnungslosen Fälle und auch in deinem Leben gibt es Hoffnung und eine Möglichkeit auf eine Wende. Und das mache ich dann auch, erzähle es ihnen genauso und darf einfach erleben, dass die Leute das auch total begeistert annehmen und dass sie auch merken, dass ich das ernst meine und dass auch der Glaube wirklich real ist, dass wir auch für Dinge zum Beispiel beten innerhalb der Haft, die sie gerade beschäftigen und sie auch irgendwie ganz praktisch erleben, es verändern sich Dinge zum Positiven und ja, das sind halt die Dinge, die einfach überzeugen. Ist es dann auch überzeugend, dass Sie auch in derselben Situation waren? Absolut, das hilft mir total. Also, dass Sie, sobald Sie das wissen, dann ist nochmal so eine Verbundenheit da, dass Sie merken, ey, du kennst das, du bist hier dieselben Dinge durchlaufen und du weißt, was hier funktioniert. Und das gibt mir auch auf jeden Fall eine ganz andere Ebene nochmal, zu ihnen zu sprechen, weil sie wissen, okay, das ist jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie nur vom Hörensagen kennt, sondern dass er wirklich einer ist, der das selber erfahren hat und das auch kennt, die Situation, alleine zu sein oder nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und ja, es gibt so viele Leute, die nie Liebe erfahren haben oder nie ein positives Wort oder eine ermunternde Geste irgendwie erfahren haben. Und da will ich irgendwie da reinsprechen und ihnen einfach das geben. Mit ganz kleinen Minischritten wahrscheinlich am Anfang auch. Stelle ich mir vor. Ja. Sie haben das gerade auch schon angesprochen, wo es eine Tat gibt. Da gibt es ja auch ein Opfer. Mhm. Sie sind ja auch nicht umsonst ins Gefängnis gekommen. Mhm. Wie ist das? Können Sie die Menschen auch so ein bisschen dafür sensibilisieren, irgendwie wahrzunehmen, dass Sie ja auch jemandem geschadet haben, wenn Sie da drin sitzen? Ja, also mir ist auch ganz wichtig, dass ich in diesen Gesprächen, dass es nicht nur auf so einer oberflächlichen Ebene bleibt, sondern dass ich auch über die Tatfläche spreche und auch ihnen anhand der Tat und an verschiedenen Dingen, die sie auch in ihrem Leben erfahren haben, auch ganz praktisch erkläre, was Vergebung heißt. Und auch loszulassen und auch Dinge nicht mit sich rumzutragen und irgendwie so einen Groll zu hegen, sondern auch einfach loszulassen. Und ich habe auch, also ich habe diese Dinge, vielen Dingen auch, also vielen, viele Dinge, die ich halt missgebaut habe, musste ich auch nachher hingehen und Leute um Vergebung bitten. Also wo ich nach meiner Entlassung habe ich auch Leute, die ich damals abgezogen habe, die ich dann wieder getroffen habe, einfach angesprochen und gemeint, das tut mir leid. Und ich habe immer gemerkt, dass eine positive Resonanz zurückkam. Nicht, dass es immer gegeben ist, dass es immer die Voraussetzung ist, dass jeder, wo man sich entschuldigt, dann auch gleich dazu stimmt. Aber ich durfte diese Erfahrung machen und es hat mich immer wieder dazu bewegt, einfach immer hinzugehen und auch um Vergebung zu bitten. Und braucht man das auch so ein bisschen für die eigene Verarbeitung auch des Ganzen? Auch der Tat? Ja, absolut. Also ich habe viel drüber nachgedacht und über die Sachen, die ich auch gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein ist es immer leicht gesagt, dass man, heute habe ich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Damals habe ich das irgendwie ganz leichtsinnig gemacht, habe mir nicht viel drüber Gedanken gemacht, warum ich was mache, sondern irgendwie die Situation hat sich irgendwie ergeben und dann habe ich einfach danach gehandelt. Aber jetzt im Nachhinein tut mir das unendlich leid und was ich gut machen kann, habe ich versucht, es gut zu machen und
auch zu wissen, dass mir von Gott vergeben ist und dass es jetzt auch an mir dran ist, auch anderen zu vergeben. Ich glaube, das ist die größte Erkenntnis, eine der größten Erkenntnisse, die ich überhaupt da gewinnen konnte. Sie besuchen ja jetzt auch schon ziemlich lange Gefangene im Gefängnis. Gibt es da irgendwie auch konkrete Erfolgsgeschichten, wo Sie irgendwie auch länger mit Leuten Kontakt hatten und wo Sie auch sagen können, die sind jetzt auf einem guten Weg, ihr Leben zu meistern? Ja, da habe ich mehrere. Mir fällt jetzt einer ein, den ich jetzt gerade aktuell noch betreue. Ich kann ja ein bisschen erzählen. Also er ist aus einem rechtsradikalen Hintergrund. Seine Mutter hat irgendwie, hat mehrere Geschwister von verschiedenen Vätern und hat viele Dinge in seinem Leben irgendwie, wo nur Leid in seinem Leben war. Also hat seinen Vater nie richtig kennengelernt. Die Mutter war drogensüchtig. Er war selber irgendwie auf Crystal oder so, auf ganz zerstörerischen Drogen und hat erlebt, wie sein bester Freund irgendwie vom Balkon runtergekippt ist und im Suff und wie er gestorben ist. Und er hat so viele Dinge irgendwie tätowiert, von Kopf bis Fuß, auch mit Hakenkreuzen. Und irgendwie, ich hab ihm zugeteilt bekommen und ich habe ihn dann kennengelernt und so die ersten 2, 3 Termine habe ich gesagt, so ein armer Junge irgendwie, also hat absolut katastrophale Ansichten noch gehabt und hat aber auch irgendwie erzählt von seiner Vergangenheit. Und es hat mich total irgendwie nur traurig gemacht, weil ich gedacht habe, dieser Junge hat ja gar nichts, wo er drauf aufbauen kann, wo er drauf irgendwie aufbauen könnte oder wo er ein positives Erlebnis hatte, sondern er hat nie ein anerkennendes Wort von seiner Mutter bekommen und seine Mutter wollte keinen Kontakt zu ihm, hat ihn immer abgelehnt, hat ihn nur irgendwie benutzt und wo bringt man da Gott ins Spiel, wenn man diese Urliebe auch der Eltern überhaupt nicht erfahren hat? Ja, das ist halt für mich die Herausforderung, aber in diese Begegnung mit Gott zu bringen, sozusagen. Weil ich kann es ja auch nicht geben. Ich kann ihm zwar dieses, was ich erlebt habe, oder dass der Heilige Geist in mir lebt, das ist schon keine Begegnung mit Gott, aber es ist irgendwie, ansatzweise kann er was abspüren, sozusagen, in diesem Ding, dass ich einfach ihm ehrlich und aufrichtig begegne und ihn ernst nehme und ihn irgendwie nichts aufschwätzen will oder irgendwie ihm was verkaufen will, sondern ihn wirklich so nehme, wie er ist. Und ich habe erstmal gar keine Voraussetzungen oder keine Erwartungen an ihn groß, dass ich jetzt sage, du musst am Ende jetzt gläubig werden oder du musst so und so reagieren, du musst zu der Erkenntnis kommen jetzt beim nächsten Termin, sondern ich nehme ihn so, wie er ist und betreue ihn und zeige ihm einfach ja, die ersten Schritte sozusagen, erzähle ihm auch anhand des Evangeliums so ein bisschen, wie Gott gehandelt hat und wie einfach so ein Segen drauf liegt auf manchen Entscheidungen und so. Und ja, bei ihm ist halt so, dass er wirklich hat so viele Sachen erlebt und ich habe ihm dann einen Briefkontakt vermittelt. Er war dann da und hatte gesagt, ey, kannst du mir nicht ein paar Brieffreunde vermitteln und so. Und das habe ich dann gemacht. Und ein farbiger Junge, also aus Eritrea, ein guter Freund von mir, der Selam, hat ihm angefangen zu schreiben und hat über längere Monate dann ihm Briefe geschrieben. Und irgendwann hat er gesagt, kannst du mir auch ein Foto von dir schicken? Und er wusste bis dahin, glaube ich, nicht, dass er dunkelhäutig ist. Und er als Rechtsradikaler hat er immer Äußerungen getroffen halt gegen solche Gruppierungen oder solche Ausländer halt. Und er ist halt dann hat dann den Briefkontakt bekommen und hat immer auch von diesen Briefen berichtet. Er hat gemeint, ey, Selam hat mir wieder geschrieben und guck, was er sagt und hier und zack, und jetzt habe ich ihm zurückgeschrieben. Und irgendwie war er total fixiert auf diesen Kontakt. Und dann hat er diesen Brief bekommen, wo das Bild drin war. Und ich bin an seiner Zelle vorbeigelaufen und auf einmal sehe ich, an der Pinnwand hängt dieses Bild, ganz groß, ein DIN A4-Bild von diesem Selam. Und dann habe ich gedacht so, ey, wow, das ist schon mal eine Veränderung, wo jemand gemerkt hat, hier ist jemand interessiert. Und plötzlich spielt keine Herkunft mehr eine Rolle, sondern nur noch die Liebe oder diese Wertschätzung oder das Interesse von jemandem. Und das hat mich schon stark berührt, wo ich gemerkt habe, hey, hier geht's vorwärts. Und dann war sogar mal ein Übergriff da, dass er irgendwie zusammengeschlagen wurde innerhalb der Anstalt, hat eine Platzwunde gehabt, musste ins Krankenhaus sogar ausgeführt werden. Und ich habe ihn besucht und dann habe ich mit ihm gesprochen. Ich hatte eine Wut gehabt auf die Tat, auf die Täter auch, ne, dass er dort zusammengeschlagen wurde ohne Grund oder irgendwie ja fadenscheinige Gründe. Und dass er war richtig malträtiert, hatte ja überall Platzwunden, wurde genäht und dann habe ich ihn gesprochen und das Erstaunliche war, anstatt jetzt irgendwie loszulegen und zu sagen, ey, die miesen Typen, die mich da zusammengeschlagen haben, hat er zu mir einen Satz gesagt, der mich total bewegt hat, gesagt, ey Markus, weißt du, erst jetzt weiß ich, wie sich meine Opfer damals gefühlt haben. Wow. Und das hat mich so, das habe ich gedacht, so, wow, zu dieser Erkenntnis kann er nicht selber gekommen sein. Also das muss dieses sein, dass Gott ihm auch Dinge... Also trotz dieser furchtbaren Vorgeschichte und Familiengeschichte gibt es da doch irgendwie auch Spuren der Erkenntnis und letzten Endes ja auch der Liebe, wenn man so möchte. Ne? Ja. Er hat mir gesagt, dass er die Entscheidung getroffen hat für Jesus. Also wir haben auch zusammen mal gebetet. Wow.
Wie gesagt, es kommt ja auf die Herzensentscheidung an und nicht, was er vor mir bekennt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er die Entscheidung ernsthaft gemeint hat. Und ja, das war jetzt der erste Schritt. Und jetzt ist dran, weitere Schritte zu gehen. Er wird es bald entlassen und dann hoffe ich, dass er auch eine Gemeinde findet und dass er einfach so auch die Leute kennenlernt, die ihn da dann monatelang geschrieben haben. Und dann geht's weiter. Ne? Ja. Bei Ihnen ist es ja auch weitergegangen. Was sind jetzt ganz konkret die Unterschiede, wenn Sie Ihr Leben von damals mit dem Leben von heute vergleichen? Wie muss man sich das vorstellen? Absolut. Schwarz-weiß, Licht-dunkel. Ich kann das nicht anders sagen. Also es ist wirklich ganz anders. Gott hat mir so viel gegeben. Er hat mir Möglichkeiten gegeben, irgendwie auch Workshops zu halten, in Klassen, in Schulen davon zu berichten und so. Und auch zu Leuten, die gar nicht in Haft sind, sondern allgemein einfach mit dem, was Gott in meinem Leben getan hat, einfach überall Zeuge zu sein und einfach Zeugnis zu geben. Und ja, das ist auch sozusagen mein Motto, jetzt nicht irgendwie zu sagen, ey, ich bezeuge nur meinen Glauben innerhalb der Anstalt oder sozusagen, das ist mein Dienst im Gefängnis, sondern allgemein auch im Alltag, beim Friseur, beim Bäcker, wo ich bin. Wenn ich merke, dass Gott hier ein Fenster auftut und ich merke, dass irgendwie so, da steckt was dahinter, dann auch bereit zu sein, einfach das zu erzählen oder auch ins Gespräch zu kommen. Was sagen denn jetzt Ihre Freunde von damals? Die kennen Sie ja noch von früher. Die wissen ja, was Sie geführt haben. Sind Sie dann irgendwie der Schwächling oder der doofe Christ oder wie? Ja, also manche belächeln das, ich habe auch viele muslimische Freunde und die respektieren erstmal diesen Eifer oder diese Entschlossenheit und diese Konstanz, die dahinter steht und sagen halt immer so, ja, du wirst irgendwann den richtigen Weg finden, du kommst irgendwann beim Islam raus und so. Und ja, und dann kommen wir ins Gespräch und wir reden über so viele Dinge und ich bin überhaupt keiner, der jetzt irgendwie mich da abschottet, sondern ich suche auch diesen Dialog und rede mit den Leuten darüber. Aber die Leute erkennen das irgendwie, dass ich da gegründet bin und mein Fundament gefunden habe und auch die Identität klar ist. Und das, aber ich bin einer, der auch diesen Kontakt sucht. Ich will nicht irgendwie nur unter Christen sein, sondern ich suche auch diesen Bezug auch wieder zu Leuten, die, also mich zieht es einfach. Gott hat da was reingelegt in mich, dass ich irgendwie zu Randgruppen oder auch zu Leuten, die jetzt noch nicht mit dem Herrn unterwegs sind, dass sie mich einfach mir auf dem Herzen liegen. Also können wir festhalten, auch gerade das Lebenszeugnis ist da ganz wichtig, wenn man auch anderen Menschen begegnet oder für Gott auch tätig sein möchte. Ja, das Lebenszeugnis absolut, also wenn du jetzt diese Bekehrungsgeschichte meinst, aber ich merke, ich erlebe so viel im Alltag auch. Ich könnte stundenlang Geschichten erzählen, wo der Herr gewirkt hat und ich merke, dass auch die Leute, wenn sie in ihrer Situation in dieser Geschichte wiedererkennen oder in diesem Zeugnis, dann sind sie mehr abgeholt. Also wenn man spürt, irgendjemand ist depressiv und du hast irgendwie was erlebt mit jemandem, der frei geworden ist davon oder irgendwie eine Heilung erlebt hat, dann holt sie nochmal ab. Weil ich verstehe das auch manchmal, ich habe auch mein Zeugnis schon unter Christen erzählt, irgendwie in Jugenden oder sowas. Und ich merke, manche Leute, die waren nie kriminell. Die haben diese Erfahrung nie gemacht, so weit weg vom Herrn zu sein, sondern sind aufgewachsen im christlichen Elternhaus und sind auch immer beim Herrn geblieben sozusagen und kennen diese Ausflüge gar nicht in die Welt sozusagen. Und für die hört sich das manchmal so ein bisschen surreal an, irgendwie, dass sie merken so, was erzählt er da, ich kenne das gar nicht oder so. Und die können das sich da schwer reinversetzen. Und ja, und die oft haben sie dann das Gefühl, dass sie dann irgendwie nichts zu erzählen haben. So sagen, ja, was soll ich erzählen? Jetzt hat der das Zeugnis klar, der kann jetzt inzwischen überall rausgehen. Beispiel und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass es das gar nicht braucht, sondern dass wirklich, das ist eine Entscheidung, die ich treffe, dass ich einfach sage, ich will mich gebrauchen lassen und ich will in den Werken gehen oder die der Herr vorbereitet hat, die will ich wahrnehmen. Und ich denke mal, jeder, der sich entschieden hat für Jesus, der hat auch den Heiligen Geist in sich und der spricht auch immer ganz klar und zeigt, wo ein Fenster ist. Und das zu erleben, dass man mit Gott unterwegs ist und dass es nicht auf meine Kraft ankommt, sondern dass Gott die Kraft dahinter ist und dass er die Menschen verändert und wirkt. Es gibt mir auch eine Gelassenheit, auch in der Haft sozusagen, dass ich hingehe und manchmal fühle ich mich so schwach und gehe da rein und denke mir, ach, heute irgendwie, weiß ich nicht, ich will da ein bisschen zu Hause bleiben. Aber ich spüre, dass oft, gerade in diesen Momenten, wo ich mich so schwach fühle, dass er dann meistens größere Dinge plant und dann irgendwas passiert oder so. Das ist eine super Zukunftsperspektive auf jeden Fall auch. Ja. Okay. Vielen Dank für Ihr Zeugnis heute, Herr Schanz. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wir haben gesehen, diesem Kreislauf und dieser Dynamik aus Gewalt und Hass, diesem zu entfliehen, da braucht es Kraft, da braucht es Geduld und da braucht es auch Gottes Hilfe. Vielleicht können Sie ja auch ein solcher Engel sein, der diesen Kreislauf und diese Dynamik durchbrechen kann. Denken Sie vielleicht mal drüber nach und vielen Dank für Ihr Interesse. Wiederschauen.